Ja, willkommen zum letzten Talk hier für heute von Linux-Wochen, bevor dann die Video-Session beginnt. Ich möchte heute was über IoT Security und Privacy sagen, auch mit einem gewissen mit einer gewissen Verbindung zur Open Source. Und IoT als Begriff möchte ich in dem Zusammenhang erstmal einführen. IoT steht für das Internet der Dinge, Internet of Things. Ja. Und da fallen so Dinge drunter wie Haustechnik, also das ist das, was wir so sehen davon. Smart City ist im Moment so ein Buzzword, wo man auch solche Devices finden wird und schon findet. Smart Grid, also Stromzähler. Unsere Stromzähler werden zunehmend intelligenter, nämlich so intelligent, dass die Auflösung so fein ist, dass man zum Beispiel das Fernsehprogramm, was in dem Haushalt gerade geschaut wird, davon zurückschließen kann. Industrielles Internet, vor allen Dingen in Deutschland, dieser Begriff Industrie 4.0. Dann haben wir im Auto immer mehr Steuergeräte, also ein modernes Fahrzeug heute hat 40 Steuergeräte aufwärts, die alle irgendwas tun in dem Fahrzeug. Medizintechnik, im Einzelhandel finden wir das zunehmend. Also das so Internet of Things ist so eine ganz breite Wolke von Begrifflichkeiten. Dann möchte ich gern ein paar Begriffe einführen. Im Englischen ist Sicherheit, gibt es zwei Worte dafür. Im Deutschen sagen wir Sicherheit und meinen verschiedene Dinge damit. Im Englischen gibt es die beiden Worte Safety und Security und die bezeichnen unterschiedliche Facetten der Sicherheit. Nämlich Safety beschreibt den Schutz vor unwahrscheinlichen Ereignissen, die zum Beispiel zu einer Verletzung führen können oder so. Bei der Safety kann man salopp sagen, ist der Gegner die Physik. Ja, also, und das ist ein Teil, den wir, also ein Bereich der Sicherheit, den wir recht gut beherrschen. Der zweite Bereich der Sicherheit, der im Internet of Things Bereich immer wichtiger wird, ist die Security. Das ist der Schutz vor einer Bedrohung und dort haben wir immer als Gegner einen Menschen oder mehrere. Ja? Also wir nennen das in der Security Terminologie, heißt der Gegner Adversary. Und wir beschäftigen uns da bei der Security mit drei Facetten von dieser Sicherheit, Security. Einmal der Geheimhaltung von Daten, also Confidentiality. Darunter fällt auch der Begriff Privacy. Das heißt, meine personenbezogenen Daten will ich halt nicht, dass die jeder hat nachher. Wir haben die Integrität von Daten oder, wenn wir von Internet of Things Geräten sprechen, auch die Integrität von Zuständen. Das heißt, ich will zum Beispiel, dass mein Türschloss nicht, wenn ich weg bin, von selber aufsperrt oder so. Also der Zustand spielt da eine Rolle. Und die Verfügbarkeit der Daten oder auch die Verfügbarkeit von einem Gerät. Also ich will, wenn ich nach Hause komme und ich habe so ein elektrisches Türschloss, habe ich nicht, aber wenn ich das hätte, dann möchte ich, dass das für mich aufsperrt. Ja, wenn es das nicht tut, dann haben wir eine Denial-of-Service-Attacke und ich kann das, was ich gerne machen möchte, jetzt nicht tun. Dann möchte ich einen Begriff einführen, der so in Security-Speak so beschreibt, wem gehört das Gerät heute? Und zwar als de facto Besitz von dem Gerät, also wer kontrolliert das Gerät und nicht als de jure. Also ich habe das Gerät gekauft, aber wenn ich ein Gerät in Betrieb nehme und irgendein Botnet oder ein Hacker nimmt dieses Gerät mir weg, im Sinne von, dass er die Kontrolle darüber ausübt, dann gehört dem das und wir nennen das Ownage, also owned. Und irgendjemand hat das anscheinend mal mit P geschrieben. Die Gerüchte gehen auseinander, wie dieses P vorne zustande gekommen ist. Und das heißt owned, also das Device gehört wem anderen. Das werde ich so im Laufe dieses Vortrags immer wieder verwenden. Also bitte merken, Ownage auch später, man versteht dadurch gewisse Security-Aussagen besser, wenn man diese Vokabel kennt.
Und ein Beispiel, wo Ownage so eine Fragestellung ist, die man sich stellen muss, wenn ich meine Daten in die Cloud lade oder zu Facebook lade oder zu Google lade, wem gehören dann die Daten, ja? Im Sinne von Ownage? Es gibt so nette T-Shirts, ich weiß nicht, ob man sie heute unten kriegt mit Cloud, just another word for other people's computers. In der Folge werde ich also dieses Owned in diesem Sinne verwenden. Ein Beispiel aus dem herkömmlichen Computing, die Leute sagen immer, Skype ist verschlüsselt. Und dann muss man sich die Frage stellen, wer besitzt diesen Schlüssel? Ja, habe ich den oder hat den eventuell jemand anders auch? Weil wer den Schlüssel hat, kann natürlich die Gespräche, die über Skype geführt werden, entsprechend abhören. Und man sieht sofort, ich habe nicht die Kontrolle darüber, wer diesen Key hat. Es gibt so ein uraltes Interview aus dem Jahr 2007, inzwischen wissen wir es besser, wo der damalige Security-Beauftragte von Skype gefragt worden ist, können Sie abhören? Und dann hat er ausweichend geantwortet, dann hat der Journalist nochmal gefragt und nochmal und irgendwann hat er gesagt, wir stellen eine sichere Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung, ich werde Ihnen nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht. Also ist klar, heute wissen wir, sie können zuhören, aber 2007 war diese Aussage natürlich dann der entscheidende Hinweis. Wir haben auch aus dem normalen Computing, also noch nicht Internet of Things, eine sehr eindrückliche Liste von Data Leaks in der Wikipedia. Die Vortragsfolien werde ich zur Verfügung stellen und man kann dann diese Dinge, die da in Orange sind, das sind Links, die hinten gesammelt sind. Da gibt es mehr wie 200 Fälle von sogenannten Datenleaks. Das heißt, es sind verlorene Daten und verloren ist in dem Zusammenhang ein Euphemismus, ein schönfärberischer Begriff für sie wurden halt gestohlen. Beispiele aus dem Gesundheitsbereich in Amerika, finanzielle, also Kreditkartendaten, die dann halt für irgendwelche Scams oder so verwendet werden, E-Mail, ganz schlimm, eine Dating-Site, die Daten verloren hat, wo sich dann in der Folge Leute umgebracht haben, weil sie das nicht verkraftet haben, dass sie ihre Daten jetzt öffentlich zugänglich waren. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und überlegen uns, was passiert, wenn wir tatsächlich Hardware haben, die irgendwelche Effekte auf unsere Umwelt ausübt, ja, im weiteren Sinn, also IoT. IoT-Geräte kontrollieren in irgendeiner Form die Umwelt, also erheben Messwerte. Das kann sowas Triviales sein wie ein Feuchtigkeitssensor. Wenn ich den in meiner Wohnung verbaut habe, kann jemand, der den unbefugt ausliest, daraus Rückschlüsse draus ziehen, wie viele Leute am Morgen geduscht haben. Was vielleicht Information ist, die man nicht unbedingt will, dass die jeder hat. Also solche Sensoren. Und wir haben Aktuatoren, die in der Umwelt was tun können. Also zum Beispiel ein Türschloss, was auf und zusperrt oder irgendwas. Ja, Beleuchtung. Ich werde nachher ein Beispiel haben von den Philips Hue-Lampen, die so schöne Beleuchtung machen. Da gab es recht spektakuläre Sicherheitsprobleme mit den Dingern, die inzwischen besser sind. Beispiel Heizung, wenn ich meine Wohnung damit heize, will ich auch nicht, dass mir da jemand dran rumfummelt und entweder zu kalt oder zu warm hat. Wir haben Ransomware gesehen, das ist so Erpressersoftware, die meine Daten verschlüsselt und dann Lösegeld fordert. Man kann sich das vorstellen, was im IoT-Bereich ist, wenn ich bestimmte Geräte plötzlich nicht mehr benutzen kann. Also was passiert, wenn so ein Device owned ist, von jemand anderem kontrolliert wird. Dann haben wir nicht nur das Problem, dass die Daten veröffentlicht werden, also im Confidentiality, sondern eben auch die Verfügbarkeit wird wichtig. Ja, wenn ich vor der Tür stehe und mein Türschloss geht nicht, sei es nur, weil die Hardware kaputt ist oder sei es, weil irgendjemand nicht will, dass ich das Ding jetzt aufsperren kann. Und Integrität wird wichtiger, das heißt, ich will, dass das Ding tut, was ich jetzt will und nicht anders benutzt wird. Zu dem anders benutzt werden wir dann noch ein paar interessante Definitionen sehen nachher. Von Bruce Schneier gibt es dazu eine Aussage, ich versuche das mal so ein bisschen in Deutsch wiederzugeben. Der Bruce Schneier ist ein amerikanischer Security-Mensch, der einen Blog schreibt und so regelmäßig auch so ein Newsletter rausgibt und wo er so ein bisschen vorausdenkt.
Und das ist schon aus 2017, wo er sagt, man kann sich vorstellen, dass die Sensoren sozusagen die Augen und Ohren des Internets sind und die Aktuatoren sozusagen die Hände und Füße des Internets sind. Und das, was dazwischen ist, also das, was wir als Internet kennen, ist sozusagen das Hirn. Und wir bauen etwas, was Sinne hat, Aktionen machen kann und denkt. Und die drei Definitionen sind eigentlich das eines Roboters. Das heißt, wir bauen einen internetgroßen Roboter und realisieren es eigentlich nicht. Und dann sagt er, und wenn man dem Internet Hände und Füße gibt, muss man sich nicht wundern, wenn es auch die Möglichkeit hat, zu treten und zu schlagen. Ja. Zurück, Jahr 93, das ist ein Device aus den 80ern, das ist also so die Größe von einem Raum. Das ist eine Liege, wo Menschen bestrahlt wurden. Und dieses Device, Terak 25, hat Menschen zu Tode bestrahlt, ja, weil es eine kaputte Software gehabt hat. Das ist lang nicht aufgefallen. Es hat sicher auch Menschen zu wenig bestrahlt, weil einfach die Sache nicht besonders gut funktioniert hat. Und diese Publikation, L vorne ist die Nancy Leveson, die sehr viel geforscht hat zu sicherer Software, die zum Beispiel mal sehr große Erwartungen gesetzt hat, dass man zwei Teams dieselbe Software entwickeln lässt und dann beide Software parallel laufen lässt, in der Hoffnung, dass die weniger Fehler hat, und ist draufgekommen, es ist leider nicht so. Menschen machen bei ähnlichen Problemen ähnliche Fehler, also zwei Teams. Das weiß man also heute, dass das nicht funktioniert. Und die hat das untersucht, ganz genau im Detail, und aufgeschrieben, welche Bugs diese Software gehabt hat. Ich gehe deswegen so weit zurück, weil wir heute eben durch diese Time-to-Market-Druck und so, dass man möglichst schnell möglichst viel Software auf den Markt wirft, die sehr, sehr schlecht getestet ist, eigentlich noch in dem Zustand sind. Bei solchen Devices sind wir heute besser. Ich habe vorher gesagt, da haben wir keinen Adversary, das ist also ein Safety-Beispiel. Das heißt, da geht es nur in Anführungszeichen darum, den Code so zu schreiben, dass er korrekt ist. Und da sind wir gerade im medizinischen Bereich heute weiter, weil man solche Devices ohne eine gewisse Dokumentation, ohne eine gewisse Prozesse nicht in Verkehr bringen darf. Wir werden nachher sehen, dass es dann mit diesen medizinischen Devices aus genau dem Grund wieder andere Probleme gibt. Aber das können wir heute besser. Das können vor allen Dingen die Fahrzeughersteller, können das sehr gut. Es gibt formale Methoden, wie man heute eine Sicherheitsanalyse macht, wie man sich vorher überlegt, was kann alles passieren, und dann auf systematische Art und Weise verhindert, dass das passiert. Was wir eben nicht so gut können, und das ist der Punkt, wenn wir jetzt ein Netzwerk dazu nehmen. Und heute sind solche medizinischen Geräte an einem Netzwerk in der Klinik angeschlossen, dann werden die Probleme, die man kriegt, schlimmer, weil wir dann eben die Security-Probleme dazu kriegen. Warum werden sie schlimmer? Weil es ganz viele gleiche Devices gibt, die alle denselben Bug haben. Das heißt, ein Angreifer braucht nur herauszufinden, wie er eines von diesen Devices hacken kann, und kann dann alle. Und damit haben wir Angriffe, wo der gleiche Angriff auf viele, viele Geräte im Internet stattfinden kann. Ein Beispiel, wo sowas passiert ist, war ein Angriff 2016 auf einen Security-Blogger namens Brian Krebs. Der hat Leute, die solche Denial-of-Service-Attacken fahren, aufgedeckt, also de-anonymisiert, die dann auch in der Folge einige davon verurteilt worden sind, und hat sich natürlich auf die Art und Weise den Hass von denen zugezogen. Und da gab es Angriffe auf seine Webseite mit geownten Webcams, was eben neu war. Früher hat man irgendwelche anderen Techniken gehabt, also nicht irgendwelche Internet of Things Devices, und das war der erste große Angriff mit geownten Geräten, also in dem Fall Webcams. Der macht sich doch öfter unbeliebt. Ja, damals war die Bandbreite mit 620 Gigabit pro Sekunde. Man sieht schon, der hat die Webseite nicht selber gehostet, sondern der wurde damals von Akamai gehostet, der
Brian Krebs. Also die haben, Akamai, wer die kennt, die machen so Services, wo sie die Bandbreite ganz an den Rand des Netzes bringen, sodass ich zum Beispiel irgendeine News-Site, eine große, mit relativ viel Performance sehen kann, ja, und dass alle User dann nicht merken, dass das Ding in die Knie geht. Und die haben dann bei diesen 620 Gigabit pro Sekunde aufgegeben und haben gesagt, jetzt beginnt dieser Angriff, unsere zahlenden Kunden zu gefährden, und haben ihn vom Netz genommen. Und dann hat Google gesagt, na, also wir übernehmen dich jetzt, weil das machen wir aus Publicity-Gründen, wir können das. Also 620 Gigabit pro Sekunde können wir. Ja. Und seitdem wird er von Google betreut. Aber man sieht, er hat das damals dann diesen, in einem Blog-Eintrag geschrieben und nennt es Demokratisierung von Zensur. Dass also jeder heute durch Mieten von irgendeinem Botnet jemand anders aus dem Netz schießen kann. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Aber man sieht, diese Webcams wurden eigentlich nur zweckentfremdet für Bandbreite verwendet. Man kann natürlich mit Webcams noch ganz andere Sachen machen. Ja? Also wer hat eine im Wohnzimmer, ja, oder im Schlafzimmer, whatever. Das Problem ist, wir haben hier bei diesen Geräten ein Marktversagen. Ich habe heute schon ein paar Mal in Diskussionen gesagt, welcher WLAN-Router sieht jemals in seinem Leben ein Software-Upgrade, wenn er nicht gerade von irgendjemand vom Funkfeuer oder so kreativ verwendet wird. Wahrscheinlich ganz wenige Geräte, weil weder der Käufer noch der Verkäufer von so einem Gerät oder von diesen Webcams interessiert sich für die Sicherheit von dem Ding. Ja? Solange die Webcam das macht, was der Käufer will, interessiert ihn das nicht. Auch wenn das Ding nebenher irgendwelche anderen Computer angreift übers Netz. Und den Verkäufer, der möchte nur möglichst schnell möglichst viele Kameras auf den Markt werfen, der interessiert sich auch nicht dafür. Und damit haben wir alle Marktmechanismen nicht mehr wirksam, weil weder der Verkäufer noch der Käufer irgendwie daran interessiert ist. Das heißt, wir werden vermutlich irgendwann staatliche Regulierung sehen, wer da ein bisschen Vorschläge und Ideen dazu, der Bruce Schneier blockt dazu immer mal wieder was. Also das ist recht interessant, sich genauer anzuschauen. Der Bruce Schneier schreibt dann in diesem Artikel ein paar Sachen, er nennt es Two-Isms, also so No-Nah. Aussagen. Im Internet ist Angriff leichter als Verteidigung. Warum? Weil ich mich immer gegen die besten Angreifer zur Wehr setzen muss. Und zwar jeder. Ja? Und die besten Angreifer können das ganze Netz in Sekundenschnelle erreichen. Dann haben wir, die meiste Software ist schlecht geschrieben und nicht sicher. Das ist auch so eine No-Nah-Aussage. Wir sehen das seit Jahrzehnten, aber ändern tut sich nicht wirklich was. Der Hauptgrund wohl, warum sich nichts ändert, ist, dass man halt möglichst schnell möglichst viel auf den Markt werfen will und sich darum nicht kümmert. Und zusammen mit diesem Marktversagenpunkt ändert sich das auch nicht. Was dort gut ist, ist Open-Source-Software, weil die meistens gut getestet ist und interessanterweise auch solchen Herstellern, die möglichst schnell was auf den Markt werfen möchten, was an die Hand gibt, mit dem sie das tun können, für das sie nichts bezahlen müssen. Und deswegen sind oft so No-Name-Geräte, die von irgendeinem Chinesen gebaut werden, teilweise auf einem besseren Softwarestand, als wenn ich irgendwie einen namhaften Hersteller kaufe. Ja? Gibt es gute Beispiele für diese Aussage. Ja, wenn man jetzt alles zusammenhängt, haben wir neue Verwundbarkeiten bei diesen Geräten, weil man plötzlich Dinge damit tun kann, die sich auch die Hersteller von dem Gerät oder die Entwickler von dem Gerät nicht vorstellen konnten. Da gehen wir nachher noch ein paar Beispiele dazu. Und wie vorher schon erwähnt, jeder muss die besten Angreifer stoppen können und deswegen ist Angriff leichter als Verteidigung. Dann haben wir zusätzlich das Problem, dass einige Gesetze Sicherheitsforschung verhindern. In den USA ist das ganz prominent, der Digital Millennium Copyright Act, der Firmen es ermöglicht, jemand, der ihre Devices genauer anschaut, zu verklagen, weil er das halt nicht darf. Ja? In Deutschland gibt es ein ähnliches, nicht ganz so weitgehendes Gesetz über Hacking-Werkzeuge. Das eine Hacking-Werkzeug ist halt des anderen
Research-Gerät, ja, also für die Forschung. Und man hat im Computerbereich eben immer diesen Dual-Use, ja, also zwei Möglichkeiten, ein Ding zu verwenden. Ich kann den Computer für Angriffe verwenden, aber ich kann ihn auch für Office-Software verwenden. Und oft sind halt die Programme, die ich da verwende, sehr ähnlich oder die gleichen. Also zum Beispiel Wireshark, Netzwerkanalyse-Tool, kann ich als Sysadmin benutzen, um mir mein Netz anzuschauen, was da fehlschlägt. Und ich kann es benutzen, um irgendwie Passworte vom Netz zu sniffen, wenn sie im Klartext sind, was heutzutage ja eh niemand mehr macht. Es gibt auf jeder Security-Konferenz immer so eine Wall of Sheep, wo dann die ganzen gesnifften Passworte an der Pinnwand sind, weil die Leute, die zu so einer Konferenz gehen, es besser wissen. Jetzt möchte ich ein bisschen ausholen, was ist überhaupt Internet of Things? Das sind ganz üblicherweise ganz kleine Devices, wir nennen sie Constraint Device. Die haben üblicherweise Kilobyte, nicht Gigabyte, Megahertz-Takt und nicht Gigahertz-Takt. Und die Moore's Law, der das eben sagt, alle so und so viele Jahre verdoppelt sich die Computerleistung, gilt leider für diese Geräte nicht, weil sie statt in Leistungssteigerung Moore's Law, also die Weiterentwicklung der Hardware, typischerweise in niedrigeren Stromverbrauch und kleinere Devices investiert wird. Und der Trend reißt in den nächsten Jahren nicht ab. Das heißt, wir werden noch für einige Jahre so kleine Devices haben, die man unter diesem Titel zusammenfasst. Diese Definition Constraint Device findet man übrigens auch in der IETF, also in der Internet Engineering Task Force, die diese Internetstandards macht als Arbeitsbegriff. Die haben typischerweise Funk, aber nicht WLAN, weil WLAN einfach einerseits sehr energieintensiv ist und man oft für solche Geräte gar nicht die Datenmengen braucht. Also wenn ich jetzt an einen Temperatursensor denke, der wird nicht Gigabyte übertragen wollen. Ja? Eine Webcam schon, deswegen ist eine Webcam ist auch ein Embedded Device, auch so ein Internet of Things Device, aber halt eher die große Hausnummer. So ein Constraint Device kann in einem Rasierapparat drin sein oder irgend so ein Haushaltsgerät. Ja? Die Netzwerke, die da verwendet werden, sind typischerweise so Zigbee oder 6LoWPAN. 6LoWPAN und Zigbee setzen auf demselben physikalischen Übertragungsformat auf. Und 6LoWPAN macht direkt IPv6. Und Zigbee wird in der nächsten Version auch auf 6LoWPAN gehen, auch auf IPv6. Das heißt, diese ganzen Geräte hängen direkt am Internet, wenn nicht irgendwo eine Firewall dazwischen ist. Bluetooth Low Energy ist ein weiteres Format, also weiteres Datenübertragungsprotokoll, was hier verwendet wird. Und auch für Bluetooth gibt es ein 6LoWPAN-Mapping, sodass man in Zukunft mit jedem Handy mit solchen Constraint-Devices sprechen kann, je nachdem. Es ist nicht kompatibel mit allem, aber es gibt das Mapping. Die haben wir heute in ganz vielen Geräten, also von Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Backofen, Herd und so weiter, Heizung, Fernseher, Videorekorder. Die meisten von den Geräten haben heute noch kein Netzwerk, aber es gibt schon welche. Und das Problem ist, von diesen Devices gibt es viel, viel, viel mehr als die vorhin beschriebenen Webcams. Wenn man jetzt ein Netzwerk dazu gibt, dann haben wir diese Probleme, die wir vorhin so ein bisschen angerissen haben, also auch bei diesen Haushaltsgeräten. Der Fernseher hat es schon. Wir haben vor einigen Jahren, 2015, diesen Samsung, glaube ich, Fernseher, der ständig das aufgenommene Audio aus dem Wohnzimmer in die Cloud übertragen hat. Für die Spracherkennung, aber das will man natürlich eigentlich nicht. Ja? Das ist so ein bisschen Orwell 1984-artig. Wir haben bei diesen Constraint Devices ein weiteres Problem. Die haben meistens eine sehr geringe Bandbreite zum Internet. Das heißt, es ist typischerweise gar nicht so einfach, wenn man von den Dingern viele draußen hat, denen zeitnahe ein Security-Update zu schicken, wenn irgendein Sicherheitsproblem bekannt wird. Besonders relevant ist es bei Stromzählern. Stromzähler hängen über Powerline-Kommunikation am Stromlieferanten. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei Stromzählern irgendein Sicherheitsproblem gibt, dann kann man die eigentlich nicht in sinnvoller Zeit updaten.
Und dann kommt natürlich dazu, es gibt ganz viele Devices, die kann man gar nicht updaten. Ja? Da ist die Möglichkeit gar nicht vorgesehen. Und da möchte ich jetzt so ein Beispiel dafür geben, was schon passiert ist in dem Bereich. Es gibt von Philips die sogenannte Philips Hue-Lampe. Das ist eine intelligente Glühbirne, in Wirklichkeit keine Glühbirne, sondern halt eine farbige LED mit Einstellmöglichkeiten. Das heißt, ich kann mir dann je nach meiner Stimmung da irgendwie die Farbmuster, also die Farbtöne zusammenbauen, die das Ding abstrahlt. Kommuniziert über Funk, über Zigbee. Ist so ein typisches Constraint Device, also man kann sich vorstellen, in so eine Glühbirne, wenn die LEDs schon reinpassen, passt nicht mehr wahnsinnig viel Elektronik rein. Jede LED-Lampe hat im Prinzip ein Schaltnetzteil, also so einen kleinen Zerhacker und Gleichrichter und so weiter. Und dann hat das Ding halt noch einen Mikroprozessor und das ist es, also sehr klein. Die Basisstation, die man dazu kriegt, kommuniziert mit den Lampen. Über die Basisstation kann man alles einstellen. Die Basisstation kann man mit der Philips Cloud verbinden. Und man kann dann Dinge fernsteuern übers Internet, indem man sich eben mit dem Handy mit der Philips Cloud verbindet und dann halt dort Dinge steuert. Man kann wohl auch direkt über die Basisstation das tun. Da gibt es sogar ein eigenes dokumentiertes API. Aber es gibt eben auch diese Cloud-Lösung. Lampen von anderen Herstellern waren teilweise möglich, dann gingen sie plötzlich mal nicht mehr. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Die Botschaft hier ist wieder die Frage, wer und dieses Device. Ja? Wenn ich von Philips das kaufe, bin ich darauf angewiesen, dass die mir die Software so machen, dass das funktioniert. Das heißt, wenn ich dann von einem Konkurrenzhersteller die Lampen gekauft habe und die gehen plötzlich nicht mehr, bin ich Philips ausgeliefert. Also owned. Ja. Und dann gab es Anfang 2017 ein nettes Paper, das heißt IoT Worm, also ein Internet of Things Worm. Die haben sich mit diesen Philips-Lampen beschäftigt. Das waren Leute vom Weizmann-Institut in Israel. Die haben mehrere Schwachstellen in diesen Philips-Lampen gefunden. Einmal das Pairing mit der Basisstation. Also wenn ich eine neue Lampe kaufe, dann muss ich die Basisstation dahin legen und die Lampe mindestens weniger als einen Meter nebendran. Und dann prüft die Basisstation die Feldstärke, die sie von der Lampe empfängt, und die Lampe auch die Feldstärke von der Basisstation. Und nur dann ist das Pairing möglich. Ja? Also normalerweise geht das nur auf kleiner einen Meter. Da haben sie herausgefunden, dass aber nicht dieser Reichweiten-Check, also dieser Feldstärken-Check, nicht bei allen wichtigen Telegrammen gemacht wurde. Und es gab gewisse Telegramme, mit denen man das Device in den Auslieferungszustand zurücksetzen und dann dieses Pairing initiieren konnte, was auf Funkentfernung, Funkreichweite dann möglich war und nicht nur auf einen Meter Entfernung. Und damit kann ich natürlich die Lampe des Nachbarn ownen und Schlimmeres damit machen. Dann kommt dazu, dass diese Pairing-Keys, mit denen am Anfang, wenn ich die Lampe in mein Netzwerk neu integriere, dann verschlüsseln die zwar die Daten, die da ausgetauscht werden, also unter anderem die Schlüssel von meinem Netz, aber dieser Schlüssel ist einer, der in jeder Lampe drin ist. Also die sind bekannt und jedes Mitglied vom Zigbee-Konsortium kriegt diese Keys. Und dieser Key ist 2016 auf Twitter geleakt. Also die waren zwar mal geheim, diese Keys, also ganz schlechte Idee, pre-shared Keys für so einen Zweck zu verwenden, aber dieses Problem vom Pairing ist ein schwieriges, ja, weil man Trust, also Vertrauen, nicht herstellen kann mit einem Device, ohne irgendwie, dass der User dem sagt, du musst mir jetzt vertrauen, und irgendwie dem Device sagen kann, ich bin jetzt in deiner Nähe, du darfst das jetzt. Das ist ein schwieriges Problem, ja. Also und so eine Glühbirne hat nicht so viele Möglichkeiten, um zu kommunizieren, außer über Strom und über Funk. Und deswegen ist dieses Problem schwierig, ja, wenn nicht unlösbar. Und Licht. Und Licht, genau. Aber Licht nur zum Senden.
gut war, dass diese Philips-Lampen ein Software-Upgrade können. Also Philips hat im Gegensatz zu vielen anderen, wie vorher erwähnt, Geräten dieses Problem mitbedacht, dass man denen vielleicht in ihrer Lebenszeit mal eine neue Software verpassen will. Und die machen das auch standardmäßig über die Basisstation. Das heißt, die Basisstation holt sich die Software von Philips und spielt die dann auf die Lampen drauf, ohne dass der Benutzer sagen, ja, weiß ich nicht, ob es automatisch geht oder ob man es initiieren muss. Und für dieses Software-Upgrade ist leider wieder ein Key in Verwendung, wieder ein Pre-Shared Key in Verwendung, der in allen Lampen drin ist. Ja? Und den kann man nicht einfach auslesen. Also ich kann nicht einfach die Lampe aufsägen und dann den Mikrocontroller irgendwie an den Kabel hängen und ihm dann sagen, gib mir den Key, weil diese Mikrocontroller so, wir nennen das Fuses, also Sicherungen haben, die man in Software setzen kann. Und ich kann dann die Software, die in dem Gerät drin ist, nicht mehr auslesen. Auch nicht mit einem Debugger oder irgendwie mit speziellen Tools, sondern ich kann nur, wenn ich den Mikrocontroller komplett resetiere und damit auch alles lösche, also auch diese Keys lösche, diese Sicherungen zurücksetzen. Und damit kriege ich den Key nicht so einfach raus. Was die gemacht haben, die Leute, die dieses Paper geschrieben haben, sie haben einen sogenannten Side-Channel-Angriff gemacht. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man den Strom von einem Mikrocontroller misst und der rechnet dann irgendwelche Kryptographie, also irgendwelche Verschlüsselungsalgorithmen, dann kann man über die Stromschwankungen, die das Ding macht, Rückschlüsse auf den Key gewinnen. Und die haben dann, das Ding hat beim Download die Daten in ein externes Memory geschrieben, dann haben sie sich an diese Schnittstelle zum externen Memory drangeschrieben, haben drangehängt, haben das vollgeschrieben und hatten dann viel Versuchsmaterial, wo das Gerät versucht hat, irrsinnig viel zu rechnen. Und über das kann man dann Rückschlüsse auf den Key machen und über so eine Side-Channel-Attacke den Key aus dem Device rausholen. Das haben die gemacht. Man sieht, die wussten, was sie tun. Das S da, in der Autor mit dem S ist der Shamir, Adi Shamir, den kennt man von RSA, also von diesem Verschlüsselungsverfahren, der ist das S in RSA. Das heißt, die Leute haben gewusst, was sie tun. Nur sobald so ein Papier mal publiziert ist, kann das natürlich jemand anders machen. Und kurz nach der Publikation war dann dieser Key auch auf Twitter. Dann sieht man, in Amerika wird es dann teilweise versucht, über diesen Digital Millennium Copyright Act zu unterdrücken, dass diese Keys da geleakt sind. Da sagt er eben, has been withheld in response to a report from the copyright holder, weil eben dieser Key auch unter Copyright steht, darf man ihn nicht veröffentlichen. Das heißt, wenn man naiv auf Twitter sucht, aber wenn man ein bisschen weiter reinklickt, dann sieht man, dass Twitter das nicht ganz so betreibt. Da sieht man also die Person, die 2015 diesen Master Key für das Pairing geleakt hat, hat dann 2016 diesen Over-the-Air-Update, Software-Update-Key geleakt und man kann sich die auf Twitter holen und dann halt den Devices eine neue Software verpassen. Kurzer Ausflug. Für diese Software-Updates einen sogenannten symmetrischen Schlüssel zu verwenden, ist keine gute Idee, weil ich dann zum Ver- und zum Entschlüssel den gleichen Schlüssel habe. Und damit ist der Schlüssel in jeder Glühbirne drin, also in jeder Lampe drin. Und kann, wie man hier sieht, von jemand anderem ausgelesen werden und dann kann ich dieser Lampe ein Software-Update verpassen, was ich vielleicht als Hersteller nicht will. Besser ist es, da ein sogenanntes asymmetrisches Verfahren zu nehmen. Dann kann zwar die Lampe verifizieren, dass die Software korrekt ist, das heißt, sie kann quasi eine digitale Signatur von der Software anschauen, aber man kann mit diesem Public Key nicht eine neue Signatur, eine neue signierte Software machen. Das wissen auch die Hersteller, also auch die Leute, die diesen Zigbee-Standard geschrieben haben, nur haben sie halt leider gesagt, das ist nur ein Consumer-Device, da ist dieses, einen asymmetrischen Key zu nehmen, nicht verpflichtend. Ja? Und Philips hat das dann auch nicht gemacht. Funktioniert, wie vorher schon gesagt, nicht bei dem initialen Schlüsselaustausch, also wo ich eine neue Lampe kaufe und die mit meiner Basisstation irgendwie zum Zusammenarbeiten bewegen
muss, da braucht man irgendeine Kommunikation out of band, also nicht über Funk am besten, und da braucht man aber irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten. So, und dann haben wir alle Zutaten, um einen Wurm zu machen. Also bei dieser Philips Hue-Geschichte. Das heißt, wir können in Funkreichweite ein Device pairen und ihm unser Key-Material geben. Und wir haben den Software-Upgrade-Key, das heißt, sobald wir es gepairt haben, das Gerät, können wir dem neue Software schicken. Und wenn diese Software ein Wurm ist, dann ist danach diese Lampe infiziert und infiziert wieder alle in Funkreichweite. Die infizieren wieder alle in Funkreichweite und irgendwann ist die ganze Stadt infiziert. Ja? Die haben das ausgerechnet auch und haben geschaut, das gibt so eine Theorie, Percolation Theory, wo man die Funkabdeckung von Geräten ausrechnen kann. Und die haben ausgerechnet, dass heute zum Beispiel in einer Stadt wie Paris sicher schon genug Philips-Lampen verkauft wurden und installiert wurden, dass jede Lampe in Paris infiziert würde, wenn sowas passiert. Ja. Also ein durchaus ernstzunehmendes Szenario und zeigt aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt. Es ist keine, man kann nicht sagen, es ist nur ein Consumer Device. Deswegen braucht es keine sichere, muss es nicht sehr sicher sein, weil ja da eh keine sicheren Daten drüber gehen. Der Denkfehler liegt darin, dass dieses Gerät benutzt werden kann, um andere anzugreifen, sobald es am Netz hängt. Ja. Und deswegen muss man heute fordern, dass man auch für Consumer Devices, sobald sie am Netz hängen, und es muss, wie man hier sieht, nicht unbedingt Internet sein, Zigbee ist ein anderes Netz, ist es genauso gefährlich. Was kann man jetzt damit tun, wenn man so eine Lampe und? Man kann mal das Licht abschalten, ja, trivial. Wenn man viele, viele Lampen hat, LED-Lampen verbrauchen zum Glück nicht so viel Strom, könnte man, wenn man alle gleichzeitig ein- und ausschaltet, auf die Stromversorgungsinfrastruktur Angriffe machen. Ja, Blinkenlights, genau. Man kann damit Epilepsie auslösen. Also 0,8% aller Kinder haben eine fotosensitive Epilepsie, mit denen man solche Lichtblitze, also die Idee, ich wäre auf so eine Idee nicht gekommen, stammt von den Autoren. Ja. Also es gibt wirklich grauenhafte Dinge, die man damit tun kann. Und man kann zum Beispiel auch mit so einer Lampe durch leichte Helligkeitsschwankungen oder einfach die Modulation aus gesicherten Gebäuden Informationen, die dort durch die Tür nicht rauskommt und auch durch die Datennetze nicht rauskommt, nach außen übertragen. Und die haben dann so Versuche gemacht mit großen Teleskopen, wo sie dann mit so einer intelligenten Glühlampe mit einer anderen Firmware entsprechende Informationen übertragen haben und nennen das dann in so einem Invited Paper, da ist das S ist wieder der Shamir, Extended Functionality Attacks, also wo man erweiterte Funktionalitäten in Geräte reinbringt, an die nicht mal der Entwickler vorher gedacht hat. Ja? Stichwort MacGyver, ja? Schreiben die auch explizit. Ja? Also so Dinge, und das finde ich persönlich das Spannende, weil wir fragen uns ja immer, kann eine Software beliebig viele Bugs enthalten oder ist sie irgendwann mal in einem Zustand, wo keine weiteren Bugs drin sind? Und ich bin im Moment immer mehr der Ansicht, dass wir so kreativ sind, wie wir auch tausende Jahre Kriegsführungsgeschichte zeigt, dass wir immer wieder neue Ideen haben, wie man bestimmte Dinge angreifen kann und dass es dort diese Stichwort Extended Functionality Attacks eben doch immer wieder Dinge geben wird, die man nicht vorhersehen kann und die wo irgendjemand eine kreative Idee hat, in Anführungszeichen, und entdeckt, wie man irgendwas kreativ benutzen kann, sage ich jetzt mal. Und die machen dann so eine Auflistung und sagen, es gibt verschiedene Arten, ein solches geowntes Device zu verwenden. Ich kann erstmal die Funktionalität, die das Ding hat, überhaupt komplett ignorieren und damit was anderes machen. Ja, Beispiel Botnet mit Webcams. Die Webcam ist eine Kamera, ich könnte damit was tun. Ich benutze sie als einen Computer, der Pakete übers Internet schickt, um andere Computer zu stören. Also ich ignoriere die eingebaute Funktionalität. Ich kann die Funktionalität reduzieren, also
wie bei der Glühbirne, ich schalte dem Nachbarn das Licht aus, ja, ist Denial of Service. Ich kann die Funktionalität missusen, also so wie sie ursprünglich nicht gedacht war, um zum Beispiel Epilepsie auszulösen. Das wäre so ein Beispiel dafür, indem man halt das Licht schnell ein- und ausschaltet, ist aber immer noch im geplanten Anwendungsfall drin sozusagen. Und dann kann man die Attacken machen, die die Funktionalität erweitern. Und das finde ich die eigentlich interessanten. Das war ein Beispiel, eben diese Informationsexfiltrierung mit diesen Teleskopen. Ja. Also irgendeinen vom Hersteller nicht geplanten physikalischen Effekt auszunutzen, der irgendwas ganz anderes tut, als vorgesehen war. Andere Beispiele, Security von solchen Geräten, sind Stromzähler. Stromzähler haben die Abschaltung eingebaut. Das heißt, die zählen nicht nur den Strom, sondern das Elektrizitätswerk kann mir den Strom abdrehen, ohne zu meinem Haus zu gehen und den Stecker zu ziehen. Ja, früher mussten die dann eine spezielle Sicherung rausnehmen. Das war gar nicht so einfach, weil man da ja die nächste Sicherung upstream nicht rausnehmen kann dazu. Und das wollten die sich sparen. Deswegen sind in den neuen Stromzählern quasi die Abschaltung eingebaut. Und jetzt stellt man sich vor, wenn solche Stromzähler geowned werden von irgendjemandem, dann kann der einen ganzen Stadtteil oder eine ganze Stadt auf einmal abschalten. Und dann kommt das Elektrizitätswerk nicht mehr hoch. Ja. Also wenn man plötzlich viele, viele Haushalte vom Strom trennt dann wieder einschaltet, dann geht nichts mehr. Ja. Auto-Unterhaltungselektronik, da gibt es mehrere Berichte von verschiedenen Herstellern, wo es möglich war, über die Unterhaltungselektronik, und die Unterhaltungselektronik hängt typischerweise irgendwie an einem Handynetz, also am Internet, über die Unterhaltungselektronik auf den CAN-Bus zu kommen, der für die Bremse zum Beispiel zuständig ist, und damit Eingriffe in dem Fahrzeug zu machen über die Unterhaltungselektronik. Die Unterhaltungselektronik liegt ja auch normalerweise auf dem Bus drauf. Genau, aber es gibt ein Device, was auf beiden Bussen drauf ist, intelligenterweise. Und wenn ich das ohne, kann ich auf den CAN-Bus. Ja, es gibt, lies es nach. Ja. Es gibt medizinische Geräte, die oft unsicher sind. Und wir haben hier ein zusätzliches Problem. Ich habe schon gesagt, sowas wie das Therac 25 würde mit diesem Bestrahlungsgerät würde heute nicht mehr passieren, weil wir eine Zertifizierung haben. Aber genau diese Safety-Zertifizierung verhindert Updates. Ja, es ist ganz schwierig, so einem medizinischen Gerät eine neue Firmware zu verpassen, wenn ein Security-Problem mit diesem Gerät bekannt wird. Und die laufen teilweise auf uralten Windows-Versionen, so Elektronenmikroskope oder was weiß ich, ja, also die verschiedensten Geräte, die nie upgegradet werden. Also echtes Problem. Viele Geräte funktionieren nur mit Cloud, das immer wieder beim Thema Ownage. Es gab von Google ein Revolve Smart Home, das hat Google gekauft, das war eine andere Firma und das haben sie dann abkündigen wollen. Dann gab es einen riesen Shitstorm, aber de facto bedeutet das, wenn ich ein Device kaufe, wo ich vom Hersteller irgendeine Cloud dazu brauche, dass es sinnvoll funktioniert und der Hersteller sagt, jetzt gibt es das Cloud Service leider nicht mehr, dann ist das ein teurer Türstopper gewesen. Ja. Und Philips Hue ist so ein Beispiel, dass plötzlich Dritthersteller nicht mehr funktioniert haben. Sobald ich diese Cloud-Komponente mit dabei habe, muss ich mir überlegen, wem gehört das Device? Gehört es noch mir? Ja. Das heißt, wir haben hier zurzeit zwei Philosophien, die kollidieren. Die erste Philosophie ist, es beim ersten Mal richtig machen und zertifizieren. Das funktioniert, also das klingt utopisch, aber das funktioniert bei Safety, weil ich bei Safety quasi alle bekannten physikalischen Dinge, also zum Beispiel im Flugbereich, wenn ich irgendwie ein Flugzeug baue, da sind wir auf dem Stand der Technik, dass wir ein Flugzeug so bauen können, dass wir die meisten Ursachen ausschließen können. Ja? Es gibt immer mal wieder noch irgendwas, man erinnert sich vielleicht an diesen Triebwerksgeschichte, wo ein Reifen geplatzt ist bei der Concorde und ein Reifen-Dings ins Triebwerk geflogen ist und dann irgendwie
so einen Sekundäreffekt hatte. Aber im Prinzip sind wir bei den Flugzeugen und Autos und so weiter ganz gut. Also wir können das. Aber bei Security können wir das nicht. Ja, Security das erste Mal richtig zu machen, besonders wenn man sich jetzt solche Extended Functionality Attacks vorstellt, ist schwierig. Mit dem ersten Ding kriegen wir einfach ein sicheres Design und wir kennen das eben aus dem Safety-Bereich. Die andere Seite ist, wir machen die Sicherheit, Security, agil. Das heißt, immer wenn wir einen Fehler entdecken, machen wir so schnell wie möglich einen Patch und applyen den. Jeder Sysadmin kennt das und tut das so. Und es funktioniert, ja. Es funktioniert zwar nicht besonders gut, aber es funktioniert besser als am Anfang alles richtig machen und hoffen, dass das Ding sicher bleibt. Das funktioniert sicher nicht im Security-Bereich. Und diese beiden Welten kollidieren gerade und wir wissen eigentlich nicht, wie wir damit umgehen. Ja, das ist auch so die Schlussfolgerung vom Schneier. So ein bisschen ein Fazit vom Schneier. Wir haben also einen Haufen unterschiedliche Anforderungen. Wenn man sie nicht erfüllt, also wenn wir es nicht richtig hinkriegen, dann haben wir alle möglichen Probleme. Die reichen von illegaler Überwachung, also wenn meine Webcam im Schlafzimmer von jemand anderem benutzt wird, bis zu Erpressung mit Ransomware und so weiter, bis zu Massen, haben wir zum Glück wohl noch nicht erlebt, also dass mehrere Menschen umkommen. My Guess, und My ist jetzt der Guess vom Schneier, also Schneier glaubt, dass wir irgendwann so eine Art High Water Mark erreichen mit der Computerisierung und der Verbinden, dass wir also jetzt quasi in so einer Art Flitterwochenzustand sind und da spielt er auf die NSA Snowden-Geschichte an, wonach die NSA sagt, collect it all, also wir sammeln mal alle Daten, sagt er, wir sind gerade in so einem Flitterwochenzustand, wo wir bei allen Devices sagen, connect it all, also wir hängen alles ans Internet und das funktioniert nicht. Also er sagt, wir werden uns bei einigen Geräten wahrscheinlich mittelfristig doch wieder entscheiden, dass es keine gute Idee ist, die ins Internet zu hängen. Mein persönlicher Favorite ist, ich will nicht, dass mein Auto am Internet hängt. Also nach diesen Stories, dass Leute online auf die Bremse zugreifen können, will ich das nicht. Und die Frage ist halt, wie bekommen wir was, was funktioniert, auch im Zusammenhang mit diesem Marktversagen, wo wir vermutlich irgendeine Regulierung brauchen, dass nicht jeder Geräte in Betrieb setzen kann. Da vielleicht noch ein kleiner Rand. Wir haben sowas Ähnliches bei der elektromagnetischen Verträglichkeit heute. Das heißt, wir haben solche CE-Zeichen auf elektrischen Geräten, die dazu führen, dass man heute sehr günstige Geräte aus fernöstlicher Produktion kaufen kann, wo halt die Firma, die die in Verkehr bringt im EU-Bereich, ein CE-Zeichen draufdruckt. Das CE-Zeichen sieht vor, dass ich eine Dokumentation habe, wo drin steht, was ich alles für Tests damit gemacht habe, dass das die Anforderungen erfüllt. Und dann ist die Firma nach 2 Monaten nicht mehr existent oder nach einem halben Jahr. Die rechtlichen Mühlen mahlen sehr langsam. Die Firma gibt es schon längst wieder unter einem anderen Namen und die verkauft den nächsten Batch von Geräten und es kann niemand kontrollieren. Aber wenn ich jetzt als Hacker Geräte in der EU in Verkehr bringen will und EU-Staatsbürger bin in irgendeiner Form, dann habe ich diese ganzen Auflagen. Ja? Das heißt, für die einen gilt es und für die anderen gilt es nicht, de facto. Ja? Nicht de jure natürlich. Und da haben wir aus meiner Sicht einerseits eine Überregulierung und andererseits eine, die wettbewerbsverzerrend wirkt und keine gute Idee ist. Ja? So das mal als kleiner Ausflug. Das heißt, die Frage ist, wo kommen wir hin? Bekommen wir eine Regulierung? Wenn ja, wie wird die ausschauen? Ich bin nicht sehr optimistisch, dass rechtsmäßig sich da was tut. Also ein Aufruf an alle von uns, wer Möglichkeiten hat, Gesetzgebung in dem Bereich zu beeinflussen und dort ein bisschen gesunden Menschenverstand und Wissen über IT-Abläufe mit einzubringen, das kann dem ganzen Prozess nur helfen. Ich glaube, eine Regulierung wird früher oder später kommen. Jo, damit bin ich mal durch und Fragen bitte.
zum Auto, das nicht ins Internet connected. Wenn ich es aber gesetzlich vorgeschrieben bekomme, so ja. Dann genau. Ist schwierig, das ist so wie mit dem Stromzähler. Wobei gesetzlich vorgeschrieben, bitte, ist ein Alarmdevice, was im Fall eines Crashes anruft und was die Hersteller dann natürlich einbauen, ist eine Data Collection, die sämtliche Fahrerparameter und meine Fahrstil und so weiter und sämtliche Messwerte, die sie so haben, auch mit gleich zum Hersteller schickt. Aus meiner Sicht muss man die beiden Dinge auseinanderhalten, weil ich glaube nicht, dass wir das wollen, dass die Hersteller diese Daten in der Form über uns sammeln. Ja. Wird mit benutzt dazu, aber vorgeschrieben von der EU ist es nicht. Im Gegenteil, eigentlich vorgeschrieben ist nur diese Sache mit dem Crash. Ja. Aber ja, wird dazu benutzt. Aber mit Standortübermittlung? Ja, ja. Ja, aber nicht dauernd, nicht ständig bitte, ja, sondern nur im Fall des Crashes. Ja. Nein, auch nicht noch nicht, sondern das ist genau in der Vorgabe von der EU steht das drin. Unfall, da steht genau, welche Daten übermittelt werden und dann öffnet sich ein Zeitfenster, in dem es zurückrufen kann. Genau. Und nichts weiteres. Alles andere sind Mehrwertdienste. Nur das Problem bei der Geschichte ist wohl, dass du Auto ohne Mehrwertdienste nicht kaufen kannst. Genau, alles andere sind Mehrwertdienste. Die Frage ist, wer diesen Mehrwert kassiert, weil den kriegt im Moment der Hersteller. Bitte, da war eine Frage. Was passiert, wenn man die Frequenz checkt? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass das Auto einfach nicht fährt. Genau, die Frage war, was passiert, wenn man die Frequenz jammt? Ja, also und findige Bastler werden sicher eine Möglichkeit finden, das Zeug entsprechend zu disablen. Ja? Und es, zum Beispiel der ÖAMTC tritt gegen diese Datensammlerei auf. Ja? Also man kann sich dort auch engagieren. Ich glaube nicht, dass die Nutzer das wollen, dass unsere Bewegungsdaten und unsere Fahrstile da hängen ja Versicherungen dann mit dran, da hängt dann Garantieleistungen vom Hersteller mit dran, die sagen, du kriegst keine Garantie auf den Motor, weil du hast den immer so getreten oder was weiß ich. Ja? Das sind Daten, die will man nicht, dass die gesammelt werden. Ja? Man kann daran unterscheiden, welcher Fahrer wann welches Fahrzeug gefahren hat. Ja? Will man nicht, bitte. Die Frage ist in dem Fall, werden die Hersteller dann das Fahrzeug mit irgendwelchen Vorwänden, du musst zum Service, quasi außer Betrieb setzen, weil sie die Daten wieder lesen wollen und wie die Werkstätte sie dann verhalten muss? Ja, also die Frage ist, was passiert, wenn man das außer Betrieb nimmt, ob dann die Hersteller irgendwie unter dem Vorwand, dass das Ding zum Service muss, das halt wieder einschalten. Ja, es wird irgendein. Ich glaube, dass man auf der rechtlichen Seite was dagegen tun muss. Wir haben jetzt diese Datenschutzrichtlinie. Ich muss mein Einverständnis erklären. Die Frage ist, ob ich das mit dem Kaufvertrag automatisch tue. Aber dann gibt es ja vielleicht Hersteller, die das nicht so machen und dann kann ich mir aussuchen, bei wem ich das kaufe. Ja, ja, die Frage ist, ob du das nicht beim Kauf des Fahrzeuges gleich mit unterschreibst, ja, ja. Genau. Und ob du eine Chance hast, das abzulehnen. Ja. Weil dann sagen die wieder, ne, dann haften wir nicht so lange. Ja. Also Garantieansprüche, alle diese Dinge. Ja. Also ich glaube, dass das eine Diskussion sein wird, wo jeder sich beteiligen sollte, ja, dass man da was Sinnvolles ausstreitet. Die Hersteller haben diese Begehrlichkeiten auf unsere Daten schon immer gehabt. Ja. Und ja, also wenn man es nicht will, ich fahre einen alten VW-Bus, mir bleibt das zurzeit noch eine Weile erspart. Also der Musterprozess. Warte. Achso, okay. Ist dann ein anderes Thema, also mach nur. Da gibt es einen Musterprozess in München, glaube ich, war der, wo Mercedes eben einen Vertrag rückabgewickelt hat, weil der Kunde eben diese Datenschutzerklärung nicht unterzeichnen wollte. Bei anderen Herstellern weiß es nicht, wird aber wahrscheinlich sich über die ganze Breite erstrecken. Also entweder du kannst das unterschreiben oder hast kein Auto. Ja, also das so ist das Fazit. Ja. Genau, dann wickelt der Hersteller lieber das Rück ab und lässt sich sein Auto nicht fahren. Kann gut sein, ja. Du. Anderes Thema, also außerhalb der Autos, wenn vorher das Thema war mit Philips-Leuchten und Firmware-Updates, gibt es das ist halt ein Trade-off. Ja? Wenn ich automatische Firmware-Updates nicht aktiviere, dann bin ich zwischendurch mal offen. Wenn ich sehe, gibt es da irgendwelche Ansätze oder Mechanismen, abgesehen von freier Software auf den Geräten, die wir gerne hätten, aber die wir in absehbarer Zeit nicht auf allen Geräten haben werden, da diesen
das irgendwie zu managen, um zu sagen, Hausnummer, ich hänge irgendwo eine Whitelist für Firmware dazwischen oder solche Späße? Ja, also die Frage finde ich gut. Also die Frage ist, ob es Mechanismen gibt, dass man halt nicht jeden Firmware-Update automatisch einspielt, weil sie halt auch... Firmware-Update einspielt, dem gehört, dass der hat... Genau, wer die Firmware-Updates, dem gehört das Gerät, genau. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Ja? Zurzeit haben wir den Status quo, dass halt Firmware-Updates nicht stattfinden. Bei den Philips Hue-Lampen finden wenigstens Firmware-Updates statt und diese ganzen Dinge, diese ganzen Probleme mit dem Pairing und dem in Funkreichweite die Lampe ownen, die sind gefixt inzwischen und die sind natürlich auf allen Lampen, auf fast allen Lampen wohl gefixt. Ich glaube, man kann bei Philips das Firmware-Update abdrehen standardmäßig, nur habe ich dann halt diese ganzen Vulnerabilities drin. Ich glaube, es ist ein Trade-off und ich glaube, da braucht es genauere Diskussion. Open Source ist sicher eine Lösung dafür. Ja. Bitte. Ich glaube trotzdem, dass wir alles von diesem ständigen Upgrade auch wieder wegkommen sollen. Menschen wollen ein Ding kaufen, benutzen, solange möglich und irgendwann nicht mehr benutzen. Ich sehe nicht ein, warum ich meinen Kaffeebecher dreimal während des Kaffeebechers upgraden soll, wenn man sich der Kaffee auswählt. Das kann es nicht sein. Früher hat man eine Glühbirne gekauft und hat so lange geleuchtet, bis sie nicht mehr geleuchtet hat. Also da brauchen wir, glaube ich, einfach andere Konzepte und das ewige Jahr. Also wenn meine Glühbirnen sich mal jedes Monat upgraden müssen, damit ich Licht habe, ja, dann bin ich irgendwo wirklich beim falschen Produkt. Also ich warne davor so, für uns ist das so selbstverständlich, wenn jede Software gradet sich täglich dreimal ab. Nein, das kann also auch nicht sein. Vorsicht. Die Frage ist natürlich, ja. Produkte, also die funktionieren. Punkt. Das wäre dann dieses Modell Get it right the first time. Ja. Ja, ist ein Ansatz. Wir können es nicht, glaube ich. Ja, ja, aber dann müssen wir es irgendwie lernen. Vorher sollte man keine Kübeln bauen. Ja, das spürt es halt nicht. Spätestens bei den verschiedenen Lernen, wie das machen müssen. Also mein Hinweis ist einfach, dass ich finde, dass auf den IT-Konferenzen tendenziell die Diskussionen Richtung Automated Upgrades und so zu sloppy geführt werden. Also ich denke, die Lösungen sollten in einem anderen Bereich liegen. Glühbirnen sollte man nicht upgraden müssen. Ja, ich bin ganz bei dir, aber ich glaube, sobald man halt diese intelligenten, in Anführungszeichen, Devices hat, wo ein Rechner drin ist, wir können es zurzeit nicht Software so schreiben, dass sie über die Lifetime von einem Gerät nicht abgegradet werden muss, weil sie irgendwelche Bugs hat. Ja. Und wie man sich so erzählt, war ja für den Stallman einer der Punkte, warum er Free Software angefangen hat zu pushen, dass er irgendeinen Drucker hatte, der irgendwie nicht das tat, was er wollte, und er hatte keine Möglichkeit, das Gerät zu fixen. Ja. Und ich habe ein Autoradio vom Hofer, das, wenn man Radio hört und man fährt und man hat schlechten Empfang, dann macht es Bip und stellt leise. Gut. Ja. Wenn man jetzt von einem Stick hört und nicht Radio, und er hat einen schlechten Radioempfang, macht er auch Bip und stellt leise. Ja? Bug. Würde ich gern fixen, ja. Ich habe ein Kurierradio von meinem Großvater aus den 40er Jahren. Ja, das hat keinen Prozessor, ja. Das ist ein Dampfradio, natürlich, ja. Ich meine, früher hat es auch irgendwie Updates gegeben, aber den hat man zum Automaten liefern müssen, das E-Proben ausnehmen und flashen müssen. Ich meine, es wird immer Geräte geben, die man upgraden muss. Ja. Also ich glaube, wir können das ja bei einer Tasse Kaffee oder irgendwie fortsetzen, wir sind halt zeitlich schon am Ende gut rund. Direkt ein Kommentar dazu. Ich glaube, der Punkt ist, wenn wir uns von einem Produkt, wo es halt eh schon die Menschheit geschafft hat, ein Produkt zu machen und es funktioniert und es erfüllt unsere Bedürfnisse, entscheiden, wegzugehen zu einem anderen Produkt, was halt irgendwie technischer ist, dann sollten wir nicht uns 5000 Upgrades da rein. Also eben Kaffeebecher, wir trinken gerne Kaffee, wieso dreimal Kaffeebecher wechseln, warum würden wir eine 5000 Mal tauschen und upgraden? Also ich glaube, Open Source im Sinne von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, wir sehen das bei WLAN-Routern, ja. Da haben wir ein eigenes Open Source Software Projekt, das ist OpenWRT LEDE
hießen die mal eine Zeit lang, die machen eine Open-Source-Software für solche WLAN-Router. Und interessanterweise verwenden einige chinesische Hersteller inzwischen die Firmware von denen, weil sie für die nichts zahlen müssen und weil die auf einem halbwegs aktuellen Stand ist. Ja? Teilweise halt auch Uralt-Versionen, aber die Idee, dass man eine Software hat, die gewartet wird und security-mäßig und so weiter weiterentwickelt wird und frei zugänglich ist, ist natürlich ein ganz anderes Modell, was aus meiner Sicht security-mäßig besser funktioniert als dieses schnell hinter verschlossenen Türen irgendwas zusammenstoppeln. Ja? Die Leute, die, diesen IoT-Warm-Hack gemacht haben, die schreiben auch, dass so wie das Zigbee-Konsortium seine Standards macht, nämlich hinter verschlossenen Türen, ohne irgendein Public Review, und kontrastierend damit, wie der TLS 1.3 Standard offen geführt worden ist, von großen Leuten, die wirklich mit Kryptographie sich auskennen, reviewed worden ist, sind zwei so völlig verschiedene Paar Schuhe, dass sie sagen, das liegt schon an dem Prozess, wie die die Software gemacht haben, dass da ein Scheiß dabei rauskommt. Entschuldigung, der Scheiß ist jetzt von mir, ja, ist kein Zitat. Aber ich glaube, man kann am Prozess noch viel verbessern und Open-Source-Prozesse sind mehr an dem, was funktioniert, als das, wie es die Industrie im Moment tut. Ja. Aber das ist halt schwierig zu kommunizieren und durchzusetzen. Ja. Gut. Gut, und noch dazu, eigentlich könnte man ja sagen, jeder, der ein Produkt auf den Markt bringt, wo auch nur irgendwie ein Risiko ist, der muss selber entscheiden, wie hoch das Risiko ist und dann in einen Topf einzahlen zum Beispiel oder was auch immer, sodass aus diesem Topf alle Sicherheitsdinge dann... Ja, dann haben wir wieder dieses Regulierungsprojekt, das Problem, dass dann halt die ganzen europäischen Hersteller in diesen Topf einzahlen und die Leute, die für 4 Wochen eine Firma gründen, fein raus sind. Ja. Also wenn es daher entscheidet, sind alle sicher. Wenn du aus dem Ausland bist, musst du mehr einzahlen in diesen Topf. Das Risiko, dass du dann im Konkurs bist, ja auch noch dazu kommt. Also, ja. Das ist eine Erhöhung. Ich glaube, dass es nicht so einfach lösbar ist und dass man weiter diskutieren muss. Wir haben ja die Regelung, das in Verkehr bringt. Ja, aber genau die Firma, die das in Verkehr bringt, lebt 2 Monate. Und ein Verkehr bringt dann habe ich einfach eine persönliche Hoffnung. Dann macht der kein GmbH. Wir haben halt schon gewisse Rechte, die du hast. Ich habe gedacht, dass die Vorarten von einem Partner rausgehen und die 620 Gigabit waren ja nicht der letzte Preis. Ja, das war 2-3 Tage später, hatten wir das Doppelte oder so. Naja. Kann man da durchaus eine Regulierung machen? So. Ja.